Wenn euch mit der Zeit die Motorhaube entgegenkommt oder gegebenenfalls euch gegen den Kopf knallt, wird es Zeit, dass wir dann einmal den Haubendämpfer bzw. die Dämpfereinheit hier von der Motorhaube austauschen. Willkommen auf dem YouTube-Channel von ATP Autoteile. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir an diesem VW Golf MK4, also vierte Generation, einmal den Haubendämpfer tauschen. Hier kann man ganz gut erkennen, obwohl wir hier einen Haubendämpfer haben, ne, hält er nicht. Der muss einmal ausgetauscht werden. Wir haben uns hier einen Haubendämpfer aus dem Online-ATP-Shop besorgt, von der Marke Stabilus. Die Marke Stabilus ist sehr bekannt für Haubendämpfer. Und wir haben hier eine Ausschubkraft. Da steht jetzt zum Beispiel eine 0,350, also 0,350N. Das ist die Ausschubkraft eines Haubendämpfers. Sprich, wie viel Kraft dieser Kolben da innen gegen die Motorhaube drückt, wenn wir einmal die Motorhaube öffnen. Das ist auch ganz wichtig. Hat man einen Dämpfer mit zu wenig Ausschubkraft, kriegt er die Motorhaube gegebenenfalls nicht gehalten. Also das ist ganz wichtig. Für den einen Ausbau zeige ich euch gerade einfach schon hier an dem neuen Dämpfer haben wir jeweils zwei Klammern. Die zwei Klammern müssen wir einmal heraushebeln, einmal oben, einmal unten. Um den Bügel zu entfernen, müssen wir mit einem Flachschraubendreher da drunter gehen und diesen dann etwas nach außen wegdrücken. Aber Achtung, dass er euch nicht wegfliegt oder wegspringt. Den braucht ihr auf jeden Fall wieder. Einmal, so mache ich das Ganze. Man kann es auch schon so machen, dass man den auch direkt so etwas lösen und direkt ansetzt. Aber ich löse gerne immer diese Klammern vorher schon. So in der Regel reicht das. Also man kann die etwas nur nach außen wegziehen und dann kann man den Kugelkopf hier oder das Kunststoffgehäuse einfach draufstecken und dann einfach den Bügel nochmal nach innen drücken und dann rastet der einfach so ein. Falls ihr keinen zweiten Mann zur Hand nimmt oder nehmen könnt, holt euch auf jeden Fall so einen Abstütz, Vierkantholz oder ähnliches und unterstützt etwas die Motorhaube, denn es ist schwierig, einmal den Dämpfer da aufzubauen und gleichzeitig die Motorhaube zu halten, denn die hat auch ihr eigenes Gewicht und das funktioniert einfach ohne andere Hilfe nicht wirklich. So. Und das Ganze hier einmal an. Zack. So. Das ist einmal schon mal gelöst. Und dasselbe machen wir dann noch einmal unten. Wie gesagt, es reicht, wenn man die Schwange einfach nur etwas rauszieht. So. Und dann kommt euch auf jeden Fall schon mal hier, ne, man sehen kann, der Haubendämpfer schon entgegen, da er keine Haltebuchse oder Halteklammer mehr hat. Und das ist ein defekter Dämpfer. Das kann sie hier oben auch noch aushängen. Et voilà. Und dann hier einmal gezeigt. Alter Dämpfer. Also wie man hier sehen kann, gar keine Funktion mehr. Gegenüber zum neuen, den ich noch nicht mal gedrückt bekomme. So viel Kraft ist dahinter. Gut. Starten wir jetzt dann einmal das Ganze. Setzen das erstmal unten an. Einfach nur drauf reindrücken. Zack. So, sitzt fest. Zack. Und ebenfalls fest. So, das sollte schon gewesen sein. Einmal Abschutzhilfe entfernen. Motorhaube, Lampe auch weg. Wie man hier sehen kann, hält die Motorhaube von alleine. Ich kann das Ganze einfach einmal überprüfen und öffnet sogar zum Teil alleine. Das war ein Haubendämpferwechsel einem Golf 4. Solltet ihr Fragen haben, postet das ins Videokommentar. Wir von Team ATP versuchen euch dann auf jeden Fall jedes Kommentar zu beantworten. Ansonsten unterstützt den Kanal mit einem Abo, folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir werden somit durch und seid gespannt, was als nächstes auf dem YouTube-Channel von ATP zu sehen ist.